Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder herzlich willkommen auf meinem Kanal, falls du neu hier bist. Bevor es losgeht, noch ein paar kleine Hinweise. Falls du ein persönliches Orakel haben möchtest, findest du unten in der Infobox verlinkt meinen Etsy-Shop, wo du dir dein persönliches Orakel buchen kannst. Falls du sagst, ich möchte mich selber besser kennenlernen im Rahmen eines Human Design Readings, dann findest du auch da alle Reading-Arten, die ich aktuell anbiete, in der Infobox unten verlinkt. Es sind alle Readings bis auf das Bestimmungs-by-Design-Reading Anfänger geeignet. Also das Fülle-Reading ist so das beliebteste. Das Key-Reading ist ein Rundumblick, ja, ein zweistündiges Reading. Schau einfach, was dich da mehr anspricht und dann findest du gleich unten auch den Link zur direkten Buchung deines Termins. Falls du meinen Zweitkanal noch nicht entdeckt hast, dann ist auch der unten in der Infobox verlinkt. Würde mich freuen, wenn du auch da vorbeischaust. So, jetzt aber zu diesem Video. Wir schauen ins erste Halbjahr 2024 und ich habe dazu vier Stapel vorbereitet. Wir haben einmal Stapel 1 mit diesem Glückshut, den ganz süß mit dem Fliegenpilz auch. Wir haben Stapel 2, sieh so süß, mit den Geldscheinen. Dann haben wir Stapel 3 mit diesem Marienkäfer auf dem Blatt. Und wir haben Stapel 4 mit diesem, ich glaube, Groschen steht drauf. Ja, genau, ein Groschen. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! Und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1. Für alle, die diesen Hut gewählt haben, wir schauen in dein erstes Halbjahr 2024. Du hast die 5 der Schwerter. Dinge in Angriff nehmen, höre ich gerade bei dir. Spannend. Dann die 4 des Winters, genau das Konträre. Lege deine Bedenken für den Augenblick beiseite. Du kannst später eine Entscheidung treffen. Lösungen durch Meditation, Bedürfnis nach mehr Schlaf oder Urlaub. Dann haben wir aus den Tealeaf-Blättern Happiness. Einmal das Glück, die Glückseligkeit und Rooster, der Hahn. An arrogant, boastful person you should not cross. Also eine arrogante, herumgockelnde Person, die du nicht, die du nicht ignorieren sollst. Spannend. Der du nicht in den Weg kommen sollst. Und dann hast du die Wüstenversion mit Vertrauen. Du hast aus Bettinas Kartendeck, die sind im Übrigen unten verlinkt, was du die haben möchtest, das Wort Chancen mit dem Text. Wenn du dem neuen Tag die Möglichkeit gibst, sich in seiner ganzen Schönheit zu zeigen, dann öffnen sich zauberhafte und chancenreiche Wege. Chancenreiche Wege, ich kann ja nicht mehr lesen. Also gib diesem Tag die Chance, sich von seiner wundervollsten Seite zu zeigen. Wow, spannend. Dann hast du den Sternenahne mit Folge der Stimme deiner Seele. Du hast aus Lisas Kartendeck die Karte Zeit, die sind auch unten verlinkt. Dann hast du tiefer Frieden. Ich spüre, wie mich ein unendlicher Frieden erfüllt. Und zu guter Letzt das 11. Haus mit Gemeinschaft und Technik. Sehr, sehr spannend. Also ich sehe sehr viele unterschiedliche Energien. Das, was ich aber bekomme, ist mit der Zeitkarte. Es gibt eine Zeit für alles. Es ist eine Zeit für Ausruhen. Ja? Im Englischen hört sich das schöner an, wenn man sagt, there's a time for everything. Es kommt die Zeit des Ausruhens, genauso wie die Zeit des nach draußen zu gehens. Und es ist so wichtig, dass wir diese Übergänge zwischen diesen Zeiten uns so angenehm wie möglich gestalten. Wenn wir im Draußen nur noch am Kämpfen sind, mit der 5 der Schwerter, ja, uns nur noch am Beweisen sind, hier uns vielleicht versuchen, gegen Menschen aufzulehnen, wo es eh nichts bringt am Ende des Tages, wo wir nur verlieren können. Deswegen hier auch die Worte, wähle deine Kämpfe mit Bedacht im ersten Halbjahr, ja, und schau, wo ist deine Energie zu wertvoll, ja, wo ist es vielleicht Zeit, sich zurückzuziehen, in den Rückzug zu kommen, in dich zu schauen, ja. Weil das, was hier schon auch kommt, ist so,
Die Glückseligkeit wirst du nur in dir finden, in keinem Kampf, in keinem Gewinn eines Kampfes, sondern nur in dir, ja. Und es möchte hier unfassbar viel. Schau, du hast deine innere Stimme, du hast die Meditation, das Ausruhen, du hast den tiefen Frieden und das Vertrauen, ja. Und das alles auch mit der Glückseligkeit spricht dafür, dass du ganz stark bei dir sein wirst im ersten Halbjahr, ja. Dass du immer wieder Momente haben wirst, wo du dich ganz tief spürst, wo du ganz tief bei dir ankommst. Und deswegen hier auch die Herausforderung, dich immer wieder zurückzuziehen, um dich wahrzunehmen, um dich zu spüren, um zu schauen, wo brauche ich vielleicht Ruhe? Ja, die Vier des Winters spricht auch oft dafür, dass wir die Bedürfnisse des Körpers nicht übergehen sollen, ja. Dass wir uns nicht, beim Körper ist es ja oft so, ja, dass wenn wir zum Beispiel kämpfen, ja, ich weiß das auch, ich gehe ja selber auch oft boxen, dass wir da schnell in so einer Energie, in so einem Rausch drinnen sind, wo wir gar nicht merken, dass der Körper jetzt eigentlich schon erschöpft ist, ja. Und oft ist es so im Leben, dass wir so auf Adrenalin sind und teilweise uns irgendwie stimulieren und energetisch hochhalten, ja. Und ich kenne das sehr lange aus meinem Leben, ja. Sehr lange Zeit habe ich, das heißt, ich 3, 4, 5 Kaffees am Tag getrunken, weil ich nur so durch den Tag gekommen bin, ja. Weil ich jedes Tief, wo mir mein Körper eigentlich signalisiert hat, jetzt wäre es Zeit zum Ausruhen, habe ich gesagt, okay, braucht's wieder einen Kaffee und dann geht's wieder ein Stück weiter, ja. Und das ist aber so schwierig, wenn wir keine Ruhe in unseren Körper bekommen, ja. Wenn wir im ständigen, und auch dafür kann die 5 der Schwerter stehen, wenn wir im ständigen Kampfmodus sind, dann können wir uns nicht sicher fühlen in unserem eigenen Körper. Dann können wir nicht ins Vertrauen kommen, weil damit sagen wir ja unserem ganzen System auch energetisch, ich muss nur kämpfen, ich muss umsichtig sein, ich muss aufpassen, ja, ich kann mich nicht zurücklehnen, mich fallen lassen. Und dann ist das Problem leider, dass wir oft hier diese Verbindung zu unserem Frieden, zu unserer tiefsten Stille in uns verlieren, ja. Es geht hier darum, dich selbst in deiner eigenen Stille wiederzufinden und dich nicht im Außen zu verlieren und dass du auch weißt in dem ersten Halbjahr, dass nichts, was im Außen kommen könnte, egal welche Chancen und Gelegenheiten und Möglichkeiten hier auf dich warten, nichts im Außen kann dir eine dauerhafte Glückseligkeit im Innen geben. Ja, es geht darum, dieses Gefühl der Glückseligkeit in dir zu finden und immer wieder, ich will jetzt sagen, heimzusuchen, immer wieder dorthin zurückzukehren, immer wieder in den Frieden zu kommen. Und das im Außen ist dann einfach nur, weil wir hier auch diese Spiegelung haben, ist dann einfach nur ein Spiegel deiner eigenen inneren Tiefe, ja. Und ich kriege mit dem 11. Haus hier spannenderweise auch sehr viele tiefe Verbindungen rein bei dir, ja. Verbindungen mit Menschen, wo du wirklich merkst, das hat von Anfang an eine ordentliche Tiefe. Da kennt man sich vielleicht aus anderen Leben, ja, wenn du daran glaubst. Und das ist auch, das können auch sehr befruchtende Verbindungen sein, auch gerne im beruflichen Bereich, wo du merkst, dadurch eröffnen sich mir sehr, sehr viele Chancen oder mir wird auch eine Chance gegeben irgendwo, ja, wo ich mich vielleicht auch zeigen und beweisen darf, ja, das ist alles schön und gut, aber zeigen und beweisen hat oftmals in unserer Gesellschaft etwas mit tun zu tun und nicht mit sein, ja. Und sei dir dessen bewusst, dass wir im Außen nur so weit kommen, wie wir in uns schon gekommen sind, ja, dass wir sonst nicht weiterkommen und dass sich dann alles als Kampf anfühlt, wenn wir aus einer inneren Leere heraus Handlungsschritte vollziehen, ja. So, so spannend. Und schau wirklich hier auch mit der Zeit, kriege ich auch rein, für den einen oder anderen. Pass gut auf in deinem Umfeld, ja. Welche Personen sind deine Zeit wert und welche Personen sind deine Zeit nicht wert? Wer klaut dir hier ein Stück weit deinen inneren Frieden oder haut dich hier immer raus? Und das hier mit dem Hahn, das sind ja die Gockel, ja, sind ja unfassbar laute Tiere, ja. Für alle, die auf dem Bauernhof groß geworden sind oder neben dem Bauernhof wie ich, ja, die wissen, man könnte ihn manchmal ja würgen in der Früh, ja, wenn er schon loslegt. Und genauso ist es manchmal mit Menschen, ist, dass Menschen werden manchmal zu laut im Außen und dann muss ich mich zurückziehen, damit ich mich selber nicht verliere, damit ich mich selber wiederfinden kann. Deswegen spiele hier auch ein bisschen so, zu wem brauchst du wie viel Nähe und wie viel Distanz im ersten Halbjahr, ja? So dass du in der Verbindung zu dir bleiben kannst, ja? Weil ich sehe hier auch ganz viele Eingebungen reinkommen, ganz viele Botschaften aus deinem stillsten, innersten Selbst, ja? Und die wirst du nur richtig wahrnehmen können, wenn es im Außen ruhig wird. Und
da bist du in der Verantwortung, das Außen immer mal wieder runterzudrehen, damit es im Innen lauter werden kann. So, so schön. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diese Geldscheine hier gewählt haben und den kleinen Fliegenpilz. Meine Stimme versagt heute wieder mal. Mein Mann würde sagen, es liegt daran, weil ich den ganzen Tag rede. Wahrscheinlich. Wir schauen in deine Energien fürs erste Halbjahr. Du hast die 5 der Kelche. Dann das Ego mit der Illusion, gefangen zu sein, materiellen Dingen zu viel Bedeutung geben und sich in Angst und Sorgen verheddern. Dann hast du hier Haystack, Karma, you will reap what you have sown. Also der Heuhaufen, du wirst Karma, du wirst das bekommen, was du gesät hast. Dann hast du den Delfin mit Financial Gain, usually coming from something you did in the past. So spannend, weil der Delfin sagt, ein finanzieller Gewinn, meistens als Ausgleich von etwas, was du in der Vergangenheit getan hast. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Karma-Prinzip, das wir hier haben. Schau dir das an. Den Pfirsichbaum in voller Frucht mit Erfüllung. Dann die Möglichkeiten aus Bettinas Orakel-Deck, die sind unten in der Infobox verlinkt. Jetzt, wo du diese Zeilen liest, werde dir bewusst, dass du lebst. Werde dir bewusst, wie viele Möglichkeiten das Leben dir bietet. Welches Geschenk du erhältst mit dieser kostbaren Zeit. Öffne dich für die vielen Möglichkeiten und begrüße jede einzelne mit Dankbarkeit. Wow. Dann hast du den Ritter mit Sei tapfer und aufrichtig. Aus Lisas Kartendeck, Wer bin ich? Die sind auch unten verlinkt. So spannend. Du hast die Geborgenheit mit Ich fühle mich geborgen im Schoße des allumfassenden Seins. Und zu guter Letzt den Merkur mit Verstand und Sprache. Und weil der Merkur da ist, würde ich dir empfehlen, dir mal die Merkurphasen rauszuschreiben, damit du den Merkur für dich nutzen kannst. Ja, und die einzelnen Merkurphasen. Ich sehe hier bei dir sehr viele Möglichkeiten von Fülle und Erfüllung. Und zwar dann, wenn du loslässt, wenn du dich von deinen Ego-Bedürfnissen befreist. Ja. Und hier geht's so, dass ich mit der Wer-bin-ich-Karte, hast du ein sehr eingeschränktes Bild von dir selbst. Und wenn wir ein mangelhaftes Bild von uns selber haben, dann haben wir auch ein mangelhaftes Bild von dem, was wir denken zu verdienen und was nicht. Ja. Und dann ist es so, dass wenn wir auf eine gewisse Sache gerichtet sind, weil wir denken, das haben wir verdient, das halten wir für möglich, das wollen wir haben, dass wir, wenn etwas Größeres kommt, was diesen Rahmen sprengt, dass wir das gar nicht sehen. Und hier finde ich so zutreffend diese Karte. Sie sitzt hier und schaut auf die zerbrochenen Gläser, auf all die Möglichkeiten, die ihr vielleicht entgangen sind, die ihr nicht angeboten wurden, die nichts waren für sie, ja, was auch immer. Und sieht gar nicht, dass hier hinten ein riesengroßes Glas, das viel größer ist als all die hier, schon für sie bereitsteht. Und sie sieht es einfach nicht, weil sie auf das, was sie verloren hat, fokussiert ist. Auf das, was nicht geklappt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich aufrichtest, ja? Dass du nichts für unmöglich hältst. Dass du alles in dem Bereich deiner Möglichkeiten gibst, ja? Und hier, du hast ja schon das Geld hier. Und dann hast du hier nochmal den finanziellen Zugewinn. Und ich sehe hier einen finanziellen Ausgleich reinkommen, der dich auf ein neues Level an innerer Fülle bringen kann, wenn du das zulässt, ja? Und hier geht es vielleicht darum, dass du eine Ausgleichszahlung erhältst von etwas, was du gemacht hast, vielleicht ein Bonus, vielleicht hast du etwas abgearbeitet und du kriegst dann das Geld dafür, vielleicht ist es auch ein Erbe für den einen oder anderen, vielleicht ein vorzeitig ausgezahltes Erbe, was auch immer, ja. Vielleicht ist es ein sonstiger Gewinn, vielleicht machst du irgendetwas oder gewinnst irgendetwas, ja, und bekommst hier einfach einen Ausgleich, ja, für etwas, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Oder für den einen oder anderen kann es auch ein karmischer Ausgleich sein, ja. Weil manchmal ist es ja auch so, Karma funktioniert nicht nur in diesem Leben, sondern auch mit anderen Leben. Und wenn wir in anderen Leben beispielsweise viel geholfen haben, bekommen wir in diesem Leben vielleicht Unterstützung und wir wissen gar nicht warum. Also wir finden diese Gegenseite des Karmas gar nicht in diesem Leben, ja. Dann ist es in einem anderen sehr wahrscheinlich.
Und hier geht es wirklich darum, dass du hier schon sehr gut deine Früchte auch gesät hast in der Vergangenheit, ja, in diesem oder in anderen Leben. Und dass diese Früchte jetzt reif sind, sie zu essen, sie vom Baum zu nehmen und sie zu genießen, ja. Achtung, komm raus aus deinem Verstand, ja. Komm raus aus Denkweisen wie, was habe ich verdient, was habe ich nicht verdient. Sperr dich nicht selber mit deinen eigenen Gedanken ein. Achte darauf, wo du limitierend über dich selber denkst und redest. Ja, ich kriege mit dieser Sei-aufrichtig-Karte, ja, richte dich auf, komm in deine volle Größe, ja, weil hier bist du nicht aufgerichtet, hier bist du zusammengekrümmt auf dieser Karte, ja, hier geht es so in so einer Duckhaltung, ja, das ist so eine Opferhaltung und hier geht es darum, in die Schöpferkraft zu kommen und zu sagen, ich kann mir ja mein Leben so erschaffen, wie ich das möchte, super, perfekt. Ja, und dich dadurch auch immer mehr ins Leben fallen lassen zu können. Ja, weil wir haben ja auch die Geborgenheit, die sagt, hey, das Leben trägt dich, vertraue auf das Leben, vertraue darauf, dass nichts verloren geht, dass du deine richtigen Handlungen getätigt hast und dass du dementsprechend auch den Rücklauf erfahren wirst. Ja, achte darauf, das nicht zu sorgenvoll zu sein. Sei nicht enttäuscht, wenn Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Ja, wenn sich Türen schließen, wo du vielleicht gedacht hast, das ist die Tür, das ist meine Tür. Und dann schließt die sich oder du gehst durch und denkst dir, es war jetzt doch nicht meine. Ja? Und oft ist es so, und ich kenne das so gut aus meinem eigenen Leben, dass sich der Verstand so verliebt hat in eine Möglichkeit und sich denkt, genau so muss das funktionieren und dann ist es perfekt. Und dann kommt es nicht so und dann kommt es anders, dann kommt es aber besser anders. Und dann ist es aber so, dass wir dieses Besser oft gar nicht annehmen können, wenn wir in der Enttäuschung drin stecken von der verlorenen Chance und Möglichkeit, ja, und gar nicht sehen können, wie viel mehr Segen das ist, was jetzt tatsächlich reingekommen ist, ja. Deswegen hier öffne dich ein bisschen gedanklich auch für mehrere Möglichkeiten und glaube mir, nur, das muss ich meinem Verstand auch immer wieder erklären, ja, nur weil du alle Möglichkeiten denkst, durchgedacht zu haben. Glaube mir, das hast du nicht. Das Leben wird andere Möglichkeiten finden. Und ich gebe euch ein Beispiel, was das Thema Finanzen angeht. Ich habe ein Buch gehabt vor ein paar Monaten und habe dieses Buch also ich bin das durchgegangen. Es war so ein Geld-Workshop-Buch. Ich mache das gerade auch, weil ich ja selber auch was vorbereite und ich inspiriere mich da gerne. Und da stand, ich muss mir 30 Möglichkeiten aufschreiben, um Geld zu verdienen, um an Geld zu kommen. Und ich sag's euch, ab 10 musste ich schon kreativ werden, ja? Und da war schon alles dabei, von meine Socken verkaufen, besitzen, was weiß ich, was alles, ja. Und tatsächlich habe ich es dann irgendwie geschafft. Und kurze Zeit drauf ist bei uns hier im Haus der Aufzug kaputt gegangen. Und der hat 5 Wochen nicht funktioniert. Und 5 Wochen bin ich in den 5. Stock gegangen und wieder runter. Jeden Tag. Mit Kind am Arm und einem Kind an der anderen Hand. Und tatsächlich habe ich durch diesen Aufzugsverlust dieser Zeit jetzt eine Rückzahlung an Miete bekommen, die nicht unerheblich war. Ja, also muss ich sagen, für das, dass ich noch Sport machen durfte und noch fitter geworden bin in der Zeit, war das schon ganz cool, ja, dass sich das Universum das einfallen hat lassen. Und das Spannende ist, dass ich so ziemlich genau den gleichen Betrag zurückbekommen habe, wie wir ausgegeben haben für die Geburtstagsfeier unserer Tochter. Und das war so spannend, weil ich wieder gemerkt habe, wie das Leben für Ausgleich sorgt, wie das Leben kreative Wege findet, wie du an Geld kommen kannst. Also das, wie gesagt, bei den 30 Optionen, da habe ich schon lange nachgedacht, das wäre mir das nicht eingefallen. Ja? Und das zeigt einfach mal wieder, und dass solche Situationen machen meinen Verstand auch immer ein bisschen elastischer, weil es einfach zeigt, dass der Verstand nicht alles durchgedacht hat. Ja, und dass es immer noch Möglichkeiten gibt, auch wenn er sie nicht sieht. Deswegen öffne dich für deine Möglichkeiten und nicht für das, was du geglaubt hast, was funktionieren soll. Ja, sondern öffne dich, vertraue dem Universum ein bisschen mehr, dass das Universum weiß schon, wie du in die Erfüllung kommst. Ja, da muss der Verstand nicht immer voll in der Kontrolle sein. So, so schön. Finde die Geborgenheit im Universum und man muss ja auch dem Universum mal eine Chance geben, weißt du? Man muss ja dem Universum auch mal sagen, jetzt lasse ich mich mal fallen, jetzt habe ich wirklich keinen Plan, mach du mal. Ja, damit das Universum dann überhaupt mal sagen kann, so, jetzt überrasche ich dich. Meistens ist es ja so, wir geben ihm gar keine Chance und verurteilen von vornherein. Und das ist nicht gut, das ist auch nicht fair. Ja? So, so schön, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gern einen Stapel hoch da, oh Gott, einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba.
So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diese Büroklammer mit dem Marienkäfer gewählt haben und dem vierblättrigen Kleeblatt. Wir schauen in den, das ist ein Zungenbrecher, vierblättriges Kleeblatt, sag das mal 10-mal hintereinander. Wir schauen in dein erstes Halbjahr. Du hast den Wagen. Dann hast du die Ass des Herbstes, ein unerwarteter Glücksfall in Bezug auf Geld, Rat oder Unterstützung von anderen. Ein sehr erfolgreiches Projekt, eine erfreuliche Veränderung in deinem Beruf. Wow. Dann aus den Tealeaf-Karten hast du Purse, pay attention to your finances, also achte auf deine Finanzen. Und du hast den Schlüssel mit successful outcome to your problem, also erfolgreiche Lösung deines Problems. Du hast den tropischen Dschungel mit Erfolg, wow. Okay, du hast den Fluss des Lebens aus Bettinas Kartendeck, die sind unten verlinkt. Manchmal gleicht dein Leben einem reißenden Fluss. Der Alltag und die Ereignisse um dich herum zerren an dir. Es gelingt dir kaum, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich lade dich heute ein. Steig für ein paar Stunden aus dem Fluss des Alltags. Ruhe dich am Ufer aus. Sammle neue Energie. Schau von außen auf die Strömung deines Lebens und komm dabei in deinem Inneren an. Schöpfe neue Kraft für deinen Alltag. So schön. Dann den Herzhüter mit Liebe und lass dich lieben. Ganz klare Aufforderung. Aus Bettinas Karten, Lisas Kartendeck, die sind auch unten verlinkt. Das Wort Heilung, das ist auch so schön mit den Bergkristallen. Dann die Ruhe. Ich komme zur Ruhe und spüre die Stille in mir. Und das ist ein kollektives Thema, weil das hat sich jetzt wirklich überall gezeigt, so dieses zu dir kommen, ja. Und du hast den Schützen oder die Schütze mit die Weltentdeckerin. Wow. Und das ist für mich auch so. Pfeil und Bogen in die Hand, du triffst auf jeden Fall im ersten Halbjahr. Also du wirst hier einiges an Erfolgen einheimsen können. Du hast hier den Glücksfall liegen und hier auch das Glückskleeblatt und den Glückskäfer ja auch. Hier nochmal den Erfolg und das zeigt mir, du wirst sehr im Fluss sein, auch mit dem Wagen. Ja, du wirst sehr im Fluss des Lebens sein. Da ist viel Bewegung drin. Ein Fluss ist ja auch sehr viel Bewegung. Ja, du wirst merken, es ist viel los. Du kommst schnell von A nach B, du kommst schnell weiter. Ja, ich sehe hier auch mehrere Erfolge hintereinander, ja, du wirst immer neuere Horizonte entdecken, ja, mit dem Panther, hier ist übrigens eins meiner absoluten Krafttiere, auch so dieses, du wirst aus dem Unsichtbaren sichtbar, ja, der Panther ist ja auch so, dass er oft sich im Unsichtbaren vorbereitet, ja, und schon lauert und schaut, wo die Beute ist und noch gar nicht sicht- oder hörbar ist. Und da sammelt er Kräfte, baut eine Strategie auf, bla bla bla, jetzt münzt das so rum auf deinem Berufsbereich oder dein Leben, ja. Und dann plötzlich ist die Chance gekommen, diesen einen Sprung zu wagen, ja. Die Zeit, das Timing ist perfekt, ja, und bam, und der Erfolg ist da. Und das kriege ich auch so bei dir rein, dieses, es kommt jetzt, du hast dich genug vorbereitet, du warst genug im Hintergrund, jetzt geht's darum, dir die Dinge zu holen, die du haben willst, ja. Gerne hier auch im finanziellen Bereich neue, lukrative finanzielle Möglichkeiten, ein Glücksfall. Vielleicht kommt auch bei dir ein Geldbetrag rein, ja. Hier aber trotzdem auch, und das sage ich dir auch dazu, achte darauf, wie du dein Geld auch ausgibst, ja. Das ist ganz oft so, dass Menschen, die nicht gewohnt sind, viel Geld zu haben oder einen Überschuss zu haben, dass die sowas von überfordert sind, dass sie so raushauen, dass es relativ schnell wieder weg ist. Das ist ein Phänomen, das kennen wir auch bei Lottogewinnen, ja. Deswegen achte darauf, dass du wohl überlegt mit deinen Finanzen umgehst, auch wenn sie deutlich mehr sind als das, was du aktuell benötigst, ja. Dass du nicht leichtsinnig wirst, ja. Falls du aktuell Probleme hast oder dir Probleme begegnen, wirst du immer die Lösung dafür haben, ja. Du wirst immer, und das sieht auch für mich wie so ein Generalschlüssel einfach aus, der sagt, du wirst zu allem relativ schnell eine Lösung finden und das bringt dich auch so schnell weiter, weil wir haben ja immer Probleme und Hindernisse, gerade dann, wenn wir im Fluss sind, wenn sich unser Leben bewegt, ja, weil dann kommen, natürlich ziehen wir auch Probleme an. Und wenn ich dann aber wie so einen Generalschlüssel habe, wo ich sage, aufsperren, 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 ja, und eins löst sich nach dem anderen, wundervoll, ja, wundervoll. Und weil es so viel zu entdecken gibt für dich und weil so viel los sein wird bei dir, auch mit der Schütze-Energie, ja, der Schütze ist ja auch, der bricht nach vorne, ich erziehe hier einen Schützen, ja, der bricht nach vorne, der ist auf Entdeckungsreise, der schießt auch gerne mal was Ziel hinaus, muss man auch sagen, zumindest nehme ich das so wahr, ja,
Gönn dir trotzdem Zeit für dich, ja, komm immer wieder bei dir an und schau auch, welche Themen in mir dürfen noch geheilt werden. Immer dann, wenn wir eine rasante Entwicklung hinlegen, wenn wir sehr rasch wachsen, dann ist es auch so, dass diese Lebensthemen unsere Wunden nochmal aufreißen können, nochmal kommen können, ja. Und ich gebe euch auch da ein Beispiel. Bei meinem Sohn war es so, das hatte ich schon mal in einem Video erzählt, er hatte ein Geburtstrauma. Und das haben wir über Kraniosakral behandeln lassen. Das ist ein Thema, das wir immer wieder bei großen Entwicklungssprüngen anschauen dürfen. Dieses Thema ist immer wieder präsent bei einem Entwicklungssprung. Und genauso geht's auch uns, wenn wir Entwicklungen machen. Dann spült's oft Sachen aus dem Keller, die wir geglaubt haben, sehr gut weggeräumt zu haben. Ja? Und dann dürfen wir uns damit wieder beschäftigen und da auch diese Geduld mit dir zu haben, obwohl im Außen gerade so viel los ist, und immer wieder in dich zu gehen, dir die Zeit für Heilung auch zu gönnen, immer wieder in die Ruhe auch zu kommen. Ja, es ist meistens so, dass wenn es so turbulent im Außen ist und hier im positiven Sinne bei dir, ja, dann vernachlässigen wir diese Dinge, die uns eigentlich gut tun. Ja, warum soll ich meditieren, mich in, was weiß ich, mich zurückziehen, mich um mich kümmern, wenn es gerade richtig läuft im Außen, ja, wenn ich gerade so ein Glücks, wie sagen wir denn da, einen Glückslauf habe, ja, wenn es gerade alles läuft, da ist ja meistens, wenden wir uns in die Meditation, in die Stille, in die Ruhe, dann, wenn es uns schlecht geht, ja, dann, wenn wir Antworten suchen, dann, wenn wir das Gefühl haben, es geht nichts vorwärts, ja, das machen die wenigsten dann, wenn es richtig gut läuft. Und genau da ist es aber so wichtig, damit du diese Erfolge auch festigen kannst in deinem Leben, damit du diesen Lauf, den du hier haben wirst, auch beibehalten kannst, ja. Es ist immer wichtig, die Verbindung zu dir nicht zu verlieren und dich als Ganzes in diesem Fluss quasi mit zu nehmen und treiben zu lassen, ja. Und dazu gehört auch, dich immer wieder zu erden, ja. Gerade wenn so viel Bewegung drin ist, ja. Und wenn so viel Hochenergie ist, ja. So viel feierliche, hochschwingende Energie, müssen wir immer schauen, dass wir mit der auch auf der Erde bleiben, ja. Dass wir nicht abdriften dann in andere Sphären, ja. Sondern wirklich, dass wir schön geerdet bleiben, weil dafür, das ist auch das, was einen guten Finanzfluss auf Dauer sichert, ist geerdet zu bleiben, ja. Ist erdig zu sein, im Körper zu sein, präsent zu sein, weil dann können wir auch sicherstellen, dass wir immer wieder diesen Rücklauf auch haben werden, ja, dass immer wieder die Finanzen auch zurückkommen werden zu uns, ja, dass wir, dass für unser irdisches Selbst auch immer in Hülle und Fülle gesorgt sein wird, ja. Vielleicht hast du ja auch schon Projekte, die du im Kopf hast, wo du merkst, die schließe ich ab im ersten Halbjahr, das sieht sehr, sehr gut aus, ja, mit sehr vielen Erfolgsaussichten, für mich so ein bisschen wie so der Wetterbericht, der sagt, alles Sonne bei dir, ja, alles gut, hier ziehen vielleicht ein paar Wolken auf, aber das stört dich überhaupt nicht, ja, da kommst du locker drüber hinweg. Es ist natürlich auch viel angenehmer, aus einem total erhabenen, erleuchteten, beleuchteten Zustand heraus Dinge zu heilen oder eine Heilungsreise anzugehen, ist ja klar, ja, Heilung ist immer dann schwierig, wenn ich generell gerade wenig Energie habe, ja, wenn ich eher so eher niedrig schwingend unterwegs bin, sagen wir es mal so, ja, deswegen ist das hier ganz, ganz toll. Also sehr, sehr schöne Aussichten, sehr viel Erfolg, sehr viele Finanzen. Ich freue mich für euch, vielleicht auch eine willkommene Veränderung für den einen oder anderen im Beruf. Sehr, sehr schöne Karten auf jeden Fall mit sehr viel Glück. Meine Lieben, wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gern ein Däumchen hoch da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, tschüss, baba. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen violetten Groschen gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für das erste Halbjahr. Du hast die 4 der Stäbe, sehr schön. Dann den Mond mit machtvolle, intuitive Wahrnehmungen, Angst und Sorge loslassen, die Wahrheit einer Situation erfassen. Dann aus den Tealeaf Card Decks Kartensets den Peacock, be aware of great pride, also den Pfau mit sei vorsichtig bei zu viel Stolz und Arroganz, wobei der Pfau auch für mich auch immer für die Vollendung steht. Wir haben den Blitz mit Control your anger or you will sorry. Also halte deine Wut zurück, aber manage deine Wut gut. Dann hast du die grüne Hügellandschaft mit Vorangehen.
Du hast die Meditation aus Bettinas Kartendeck, die sind unten verlinkt. Und hier hast du einen QR-Code, den du dir abscannen kannst. Sehr schön. Und dann den Hohepriester mit Fasse, Vorsätze und Kreiere. Passt ja sehr gut zum ersten Halbjahr. Aus Lisas Kartendeck die offene Tür, sind auch unten verlinkt. So, so schön. Dann das Vertrauen, ich erlaube mir, von Vertrauen erfüllt zu werden. Das ist so spannend, ist auch ein kollektives Thema. Und zu guter Letzt das achte Haus mit Transformation und Geheimnisse. Spannend. Und das sehe ich tatsächlich mit dem Mond auch bei dir. So, da darf etwas ans Licht kommen, ja. Etwas, was dich in deinem Leben ein bisschen dazu veranlasst hat, zögerlich zu sein, dich zurückzuhalten. Ja, der Mond steht auch oft für so Schattenthemen, sich zurückhalten, sich nicht so wirklich trauen, ja, für unterbewusste Themen, unterbewusste Blockaden. Vielleicht auch Blockaden, die in der Kindheit entstanden sind, wo du immer so eine falsche Zurückhaltung irgendwie hattest, ja. Und das ist so spannend, weil ich das mit dem Pfau ja gesagt habe, mit dieser Vollendung. Und der Pfau ist ja ein unfassbar stolzes Tier auch, ja. Der natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn er so einen Rat schlägt, ja. Und da sehe ich bei dir so diesen Kontrast zum Mond, wo du vielleicht öfter in deinem Leben bist, so nie, ja, ich bleib hier lieber im Hintergrund, alles gut, ja. Und das darf sich hier wirklich transformieren im nächsten Jahr. Du darfst losgehen und hier auf dieser 4 der Stäbekarte ist ein totales Feuerwerk, ja. Und es ist so spannend, weil du dich ja hier auch für den Groschen entschieden hast und es total spannend ist, weil du hättest ja auch die Scheine hier haben können, ja, und du hast aber den Groschen genommen. Das heißt, wo gehst du auf Nummer sicher, wo spielst du zu klein, wo isst du mit einem zu kleinen Besteck, ja, wo hältst du dich klein in deinem Leben, wo erlaubst du dir nicht zu wachsen, ja. Sie sagen gerade, die Stabilität, die du dir so sehr suchst, ja, ist in deinem Wachstum, ist in deiner Weiterentwicklung. Genau da, wo du deine größte Instabilität vermuten würdest, findest du deine größte Stabilität. Ja? Und hier geht es wirklich darum, es ist ein Jahr der ganz, ganz tiefen Transformation, wo sich ganz tief liegende Themen bei dir, die sehr hartnäckig sind, lösen dürfen. Ja, ja, auch wichtig mit der Meditation, das ist auch wirklich ein kollektives Thema. Komm immer wieder in die Stille, komm immer wieder zu dir. Ja, lauf nicht vor dir davon, kriege ich auch gerade. Lauf nicht vor deinen Themen davon. Und ich kenne das so gut, wenn ein Thema gerade so akut ist im Leben. Ich bin auch jemand, das ist schon viel besser geworden, weil ich jetzt mittlerweile mehr Werkzeuge dazu habe. Aber früher war es eine Katastrophe. Ich bin weggelaufen. Und weglaufen ist bei mir gewesen. Ich habe übermäßig etwas gegessen. Ja? Ich habe mich betäubt. Ich habe Dinge getan. Ich bin ins Außen gegangen. Ich bin feiern gegangen. Ich bin weggelaufen, weil ich das nicht fühlen wollte, was sich da angebahnt hat in mir. Weil ich Angst hatte davor, dass mich das überwältigen würde. Ja? Und genau darin liegt aber unser größtes Wachstum, dass wir damit bleiben können, dass wir uns hinsetzen können, dass wir diese Energie halten und aushalten können, dass wir sie fühlen können, ohne dass wir daran zu Bruch gehen. Ja? Und darin liegt die Heilung und das Wachstum. Und das sehe ich bei dir ganz, ganz stark. So eine ganz krasse Wachstumsphase im nächsten Jahr, wo sich auch neue Wege öffnen werden für dich. Ja? Und ich kriege auch bei dir tatsächlich mit dem Blitz eine unterdrückte Wut. Ja? Schau mal, wie du zum Thema Wut stehst. Ich habe auf meinem Zweitkanal ein EFT-Video zum Thema Wut, wenn du das machen möchtest, ja. Weil ich schon merke bei dir, du darfst noch mehr vom Leben verlangen, du darfst noch mehr losgehen für dich, ja. Du darfst darauf vertrauen, dass sich Türen für dich öffnen werden, ja. Vielleicht stehst du manchmal vor der Tür und zweifelst, weil du Angst hast, dass es nicht deine Tür ist oder weil du Angst davor hast, was passiert, wenn du da durchgehst, ja. Und hier ist aber ganz klar die Ansage zu vertrauen, ja. Sei erfüllt von Vertrauen, lass zu, dass du dich ein bisschen mehr hingeben kannst, dass du ein bisschen weniger verkrampft das Leben angehen darfst. Krieg auch wirklich so eine, dass du oft sehr verkrampft bist in deinem System und wir sind oft verkrampft, wenn wir in der Angst, in der Sorge sind, ja, und das ist das Gegenteil von der 4 der Stäbe, weil die 4 der Stäbe ist Sicherheit, ist Stabilität, ist Fülle, ist Beständigkeit, ja, und das ist im Endeffekt das Gegenteil. Wenn wir verkrampft sind in unserem System, dann ist unser Körper nicht ruhig, ja, dann sind wir nicht in der Ruhe.
Und dann erfahren wir keine Stabilität. Selbst wenn die Stabilität im Außen da wäre, wird uns unser Körper signalisieren, dass dem nicht so ist. Ja? Und ich lerne da gerade so viel dazu. Viele von euch wissen ja auch, ich mache gerade eine Atemcoach-Ausbildung. Und ich lerne jetzt wirklich, meinen Körper in die Ruhe zu bringen. Und ich merke, wie ich meinen Körper sehr oft, was das angeht, vernachlässigt habe. Ich dachte mir, es geht schon, der schafft das schon, ne? Der kriegt das schon irgendwo hin. Und ich merke aber, welch Qualität das nochmal in das Leben bringt, wenn wir den Körper mit abholen, wenn wir uns sicher fühlen. Und das ist häufig so, dass der Körper einfach Dinge in sich gespeichert hat, ja, die in unterschiedlichen Situationen hochgetriggert werden. Und das ist zum Beispiel so, wenn du irgendwo hingehst an den Ort deiner Vergangenheit, wo du kognitiv bist, du mit dem erwachsenen Ich dort, ja, du weißt, es kann dir nichts passieren, aber dein Körper schreit, dein Körper ist plötzlich im Stress, ja, und dein Körper signalisiert dir ganz klar, dass jetzt was nicht stimmt, ja, und dein Kopf weiß, es ist jetzt alles in Ordnung, aber der Körper ist trotzdem nicht in der Sicherheit, ja, weil er sich an alte Themen erinnert. Ja, und dir dadurch Dinge hochspult, die in Heilung gehen dürfen. Ja, einfach mal Licht, der Blitz ist ja auch Licht auf etwas zu werfen, was im Dunklen liegt. Ja, damit du aufhörst, dich klein zu machen, kriege ich ganz stark rein, dieses so eine falsche Zurückhaltung. Ja, und Wut bedeutet nicht immer Aggressivität, das ist auch wichtig. Wut ist aber so wichtig, um in Bewegung zu kommen. Ja? Wir warten oft ganz lange auf die Wut, ja? Damit wir Dinge im Außen endlich bewegen können, damit wir uns abgrenzen können. Wenn dir jemand auf die Füße steigt und du wirst nicht wütend dabei, dann wirst du dem nichts sagen. Ja? Dann wirst du dich innerlich ärgern, aber da reicht die Wut nicht, um zu sagen, hey, was soll das, du stehst auf meinem Fuß. Ja? Und dafür brauchen wir die Wut. Die Wut ist eine bewegende Emotion. Ja? Die, wenn man sich mal diese Energieschwingungen der Emotionen anschaut, ist die gar nicht so niedrig schwingend, die Wut. Ja? Das ist ja das Niedrigste ist die Scham. Ja? Das ist Ohnmacht, das ist aus die Maus. Ja? Deswegen, die Wut ist nicht so schlimm. Man muss sie nur richtig kanalisieren. Ja? Man muss sie in die richtigen Bahnen lenken. Man muss sie für sich nutzen. Ja? Und vielleicht bist du auch so ein Thema, so jemand, dass du wartest, bis es so unbequem ist, bis du dich endlich in Bewegung setzt. Und ich war mein Leben lang ein Mensch, der durch Schmerz motiviert wurde. In mir wurde es immer so unangenehm gemacht in Situationen, bis es nicht mehr ging und ich mich losmachen musste. Und ich sagen musste, so, jetzt muss ich wirklich gehen an der Stelle. Ja. Ansonsten wäre ich geblieben, hätte es ausgehalten. Ja. Nee, und das Gesunde wäre ja darin zu sagen, hey, die Wut schaltet sich schon ein, wenn ein Bedürfnis bei mir nicht erfüllt ist. Und da reagiere ich schon. Ja. Und da sensibilisiere ich mich noch viel, viel mehr. So, so spannend. Hier auch nochmal ganz wichtig, fasse Vorsätze fürs nächste Jahr. Schreib dir auf, was du möchtest, damit du nicht in alte Muster zurückfällst. Schreib dir auch auf, wo möchtest du am Ende des Jahres stehen. Ja. Wie möchtest du, aus welcher Energie heraus möchtest du zurückblicken? Ganz, ganz wichtig, damit du nicht, weil das sind oft so tiefgreifende, unbewusste Muster, die uns wieder dorthin zurückziehen, wo wir nicht mehr sein wollen. Ja? Deswegen ist hier extrem wichtig, dass du dir im Klaren bist, dass du in der Klarheit darüber bist, wo du hin möchtest, wo deine Reise hingehen darf. So, so schön. Und dann kriegst du auch Rückenwind und die Sonne geht auf. Schau dir das an, da geht die Sonne auf, da gehst du vom Schatten ins Licht. So, so schön, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.